Herzlich willkommen zu Wir versilbern das Netz, eine Erklärvideoreihe von Wege aus der Einsamkeit e.V., Facebook und weiteren Partnern. Mein Name ist Dagmar Hirche und in dieser Folge zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Smartphone passend für sich einstellen können. Häufig glauben immer Menschen, wenn sie Anfänger sind, wenn ihr Smartphone so dunkel ist, dass es ganz aus ist. Das stimmt aber nicht ganz. Es gibt nämlich einen Ruhemodus oder aber einen Standby-Modus. Und das können Sie feststellen, indem Sie einmal ganz kurz auf diese An- und Aus-Taste am Rand drücken. Und Sie sehen, dann erscheint das Display und Sie können mit Ihrem Smartphone arbeiten. Jetzt nehmen Sie bitte Ihren Finger und Sie müssen es entsperren, indem Sie einmal, Sie sehen, wie schnell das geht, einmal so hochwischen. Dann haben Sie Ihre Hauptseite. Und dann sehen Sie hier unten auch einen Pfeil, der so nach rechts zeigt, der kann aber auch mal auf der linken Seite sein und dann nach links zeigen. Damit gehen Sie immer einen Schritt zurück, wenn Sie irgendwas mit Ihrem Smartphone gemacht haben. Verlaufen Sie sich auf Ihrem Smartphone, weil Sie so viel rumgedrückt haben, dass Sie gar nicht mehr wissen, was Sie gemacht haben, da klicken Sie auf den mittleren, auf das mittlere Symbol. Das nennt sich Home-Button. Ich sage immer nach Hause-Knopf, weil damit kommen Sie immer wieder auf die erste Seite Ihres Smartphones. Und dann gibt es ein weiteres Symbol, das sind manchmal drei Striche, manchmal sind es auch ein Viereck. Und wenn Sie da drauf drücken, dann können Sie alle Apps, die Sie mal geöffnet haben, schließen. Nicht löschen, sondern schließen. Darum geht es heute aber nicht. Es geht heute darum, dass Sie Ihr Smartphone einstellen können. Und dafür gibt es eine App, die heißt Einstellung. Die sieht so aus. Das sieht aus wie so ein kleines Rädchen und darunter steht Einstellung. Da klicken Sie mit dem Finger drauf oder mit einem Smartphone-Tablet-Stift, der hier so eine Gummierung hat. Das ist für viele häufig hilfreich. Da können Sie den wie ein Finger benutzen. Ich lege den zur Seite, ich brauche den nicht. Jetzt sind wir in der App Einstellung. Und Sie sehen, da geht es los mit Verbindungen. Ich klicke mal auf Verbindungen. Und dann sehen Sie, steht hier WLAN, Bluetooth, NFC. Das brauchen Sie alles nicht. Was wichtig ist, der Offline-Modus oder der Flugmodus. Das ist immer, je Gerät kann das unterschiedlich heißen. Bedeutet, wenn der aktiv ist, wenn Sie den eingeschaltet haben, dann können Sie keine Telefonate und auch keine WhatsApp empfangen. Sie sind von der Außenwelt im Grunde abgeschnitten. Sie sehen hier so einen Lichtschalter. Ich sage immer, das sieht aus wie ein Lichtschalter. Wenn man einen Lichtschalter bedient, sehen Sie, jetzt wird das blau. Und jetzt müssen Sie mal ganz hier oben gucken, da sehen Sie jetzt ein Flugzeug. Das bedeutet, Sie können jetzt weder telefonieren, noch können Sie angerufen werden, noch können Sie irgendwas im Internet machen. Ihr Gerät ist im Grunde von der Außenwelt abgeschnitten worden. Sie können weiter Fotos machen, aber Sie können eben nichts anderes machen. Wenn Sie jetzt wieder auf diesen Lichtschalter gehen, der jetzt blau geworden ist, dann wird er grau. Und damit können Sie jetzt wieder, sind Sie wieder mit der Welt verbunden und das Flugzeug hier oben ist auch verschwunden. Wir gehen jetzt mal einen Schritt zurück. Sie sehen hier oben ein Pfeil oder hier unten, weil die Schrift ist ja schon relativ klein. Und mein Smartphone wird nach 30 Sekunden dunkel. Das nennt sich Ruhemodus. Und das ist schon ziemlich nervig. Also, es gibt die Funktion Anzeige. Bei einigen Smartphones heißt es auch Display. Da müssen Sie bitte draufklicken. Und jetzt haben Sie hier einmal ein Schieber. Das ist die Helligkeit. Wenn Sie den nach links schieben, wird das ganz dunkel. Schieben Sie ihn ganz nach rechts, wird es sehr hell. Dann sehen Sie hier schon Schriftgröße und Schriftstil. Geht man da drauf mit dem Finger, haben Sie wieder einen Schieber. Und achten Sie mal hier oben drauf, was passiert, wenn ich nach rechts schiebe, diesen blauen Punkt. Sehen Sie, wie groß die Schrift wird?
Oder aber sie wird ganz, ganz klein. Ich habe sie immer ganz gerne so oder vielleicht noch ein bisschen kleiner. So, das ist aber Ihre Entscheidung. Sie müssen das sich so einstellen, dass Sie sagen, jetzt kann ich das gut lesen. Wenn Ihre Augen sehr schlecht sind, gibt es hier noch eine Möglichkeit, fette Schriftart einzustellen. Schauen Sie mal, was jetzt passiert. Jetzt ist die ganze Schrift ganz fett geschrieben. Das ist wieder dieser Lichtschalter. Drücken Sie da drauf, ist es aus und Sie haben wieder die normale Schrift. Drücken Sie drauf und das wird blau, ist der Lichtschalter an und Sie haben die Schrift sehr fett geschrieben. Das wollen wir nicht. Wir gehen hier wieder drauf, sagen zurück. Dann haben Sie hier wieder den Pfeil oder da oben. Damit kommen Sie wieder zurück. Was jetzt für Sie ganz wichtig ist, damit Ihr Bildschirm nicht nach 30 Sekunden sofort dunkel wird, ist Bildschirm-Timeout. Das steht hier auch, Bildschirm-Timeout. Da gehen Sie mit dem Finger drauf und nun können Sie sich entscheiden, ob Ihr Bildschirm erst nach 5 Minuten, 10 Minuten oder 30 Minuten dunkel wird. Ich rate immer dazu, auf 5 Minuten zu gehen. Da haben Sie schön Zeit nachzudenken, ohne dass Ihr Bildschirm immer wieder dunkel wird. Hier oben gehen Sie wieder zurück. Wir sind jetzt wieder in der App Einstellung und bitte darauf achten, dass Sie nicht zu schnell wischen oder scrollen. Denn wenn Sie so schnell hoch und runter wischen und scrollen, können Sie gar nicht alles lesen. Sie müssen lernen, das macht man ganz langsam. Jetzt gehen wir wieder zu unserem Hauptbildschirm. Das machen wir, indem wir hier unten auf die Nachhause-Taste oder Home-Taste drücken. Das war heute der Anfang von den Einstellungen. Es werden weitere Erklärungen folgen. Freuen Sie sich drauf. Heute sagen wir Tschüss, Ihre Dagmar Hirche.